Ja, hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man von verschiedenen Dateien, das heißt Bilder, Videos, wie auch immer, sich die Endungen anzeigen lassen kann. Das heißt, ich habe hier jetzt zwei Bilder. Da steht zwar Screenshot da, aber das könnten ja theoretisch auch Videos sein. Das ist manchmal etwas nervig, wenn man ein bisschen sortieren möchte, aussortieren möchte und man immer erst raufgehen muss oder mit Rechtsklick drauf, um zu sehen, was ist denn das? Oder man ordnet es nach Bilder und Videos. Manchmal ist es aber eben einfach die Endung angezeigt zu bekommen. Da gibt es einfach einen Haken, den man setzen muss. Und zwar bin ich hier im Datei-Explorer. Das heißt, unten mal auf diesen Ordner gegangen. Dann gehe ich hier auf Ansicht. Hier oben. Und dann habe ich hier ein kleines Feld mit Dateinamen und Erweiterungen. Hier drücke ich drauf. Und schon kann ich mir die Endungen anzeigen lassen. Das sind also PNGs. Und somit habe ich das alles bestens in der Übersicht. Möchte ich das dann irgendwann nicht mehr haben, drücke ich wieder drauf und es ist wieder weg. Also schon eine hilfreiche Sache. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.